Im Zürcher Club Aura präsentiert Cash die 25. Morningstar Fonds Award. Vor versammelten Branchen werden die begehrten Trophäen an die besten Fonds- und Fondsgesellschaften aus der Schweiz verleiht. Abräumer vom Abend, der Alexandre Sauterelle. Für Fidelity Schweiz hat er gerade zwei Trophäen abgeräumt. Und das schon das zweite Mal in Folge. Es ist fantastisch für uns, ein großer Ehre. Nochmal, ich danke Ihnen für diese Wahl. Es ist klar, dass der Druck und die Competition ist relativ hoch, aber ja, ich denke, die Leute bei uns, die Teams haben gut gearbeitet und es ist ein schöner Ehre und ein schöner Feedback von wirklich geschätzten Awards. Ja. Ebenfalls ein erfolgreiches Jahr hat Marco Pisi hinter sich. Zum zweiten Mal in Serie hat er die Trophäe für den besten Anlagefonds von grossen Schweizer Aktien gewonnen. Aber vor allem für die Valiant, die vielleicht nicht das bekanntes Fondshaus ist, ist uns so ein Award sehr wichtig. Und vor allem gerade für eine Schweizer Regionalbank mit einem Schweizer Aktienmarktindex, wo ja viele Leute anschauen und ein Produkt drauf haben. Ich glaube, für uns ist das schon ein sehr wichtiges Ergebnis, das wir so bringen können, vor allem jetzt das zweite Jahr hintereinander. Also das, das können wir schon gut den Kunden überbringen, dass da Expertise vorhanden ist, die nicht nur kurzfristig eben auch vor allem Auswirkungen hat, sondern mittel-langfristig für den Kunden einen Mehrwert bringt. Wie gross der Mehrwert ist, das hängt auch vom Umfeld ab. Da interessiert vor allem, wie die Prognose für das 2015 aussieht. Seit ein paar Monaten, wir sehen ganz klar, ein paar Wochen, Entschuldigung, wir sehen ganz klar und deutlich auf der Europa Equity ein neuer Shift. Wir sehen auch auf japanische Equity. Es ist nicht so stark auf dem Markt, aber es sind viele Fragen und ich denke, 15 ist ein sehr challenging und interessantes Jahr. Im Anschluss an den Awardverleih sorgt der Jazzband dafür, dass sich die Finanzspezialisten entspannen können. Dieses Jahr könnten sie nämlich nicht so viele ruhige Minuten haben.